Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Undertale-Freunde. Ja, wir machen weiter diesen Sonntag. Wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, aus dem Hauptmenü heraus. Weil wie man sehen kann, es hat sich schon wieder verändert. Statt Flowey ist jetzt Toriel hier zu sehen, wie sie ein Buch liest. Ja, also das Hauptmenü ändert sich jedes Mal, wenn wir einen Miniboss besiegen. Und da wir ja letztes Mal Toriel sozusagen besiegt haben, indem wir einfach stur vor ihr stehen geblieben sind, haben wir das Hauptmenü verändert. So, wir gehen einfach wieder rein, zurück in die Ruinen. Jo, da haben wir es letztes Mal aufgehört und ich nehme die Maus aus dem Bildschirm. Maus, trollt mich nicht. Böse Maus, so. Toriel haben wir ja das letzte Mal gesehen bei dem Blumenbeet, wo wir angefangen haben. Deswegen sind wir ja extra nochmal zurückgelaufen. Wir laufen jetzt diesen Gang wieder entlang und gehen jetzt durch die Tür zum Ausgang raus. Jo, die sich nicht für uns öffnet. Oh, es wird heller. Jedenfalls scheint es heller zu werden. Es wird wieder heller. Und noch heller. Und da ist der Ausgang. Und Flowey. Clever, very clever. You think you're really smart, don't you? In this world, it's kill or be killed. So you were able to play by your own rules. You spared the life of a single person. Hehehe. I bet you feel really great. You didn't kill anybody this time. But what will you do if you meet a relentless killer? You'll die and you'll die and you'll die. Until you tire of trying. What will you do then? Will you kill out of frustration? Or will you give up entirely on this world and let me inherit the power to control it? I'm the prince of this world's future. Don't worry, my little monarch. My plan isn't regicide. This is so much more interesting. Ja, Flowey will uns diesmal nicht angreifen. Der will lieber zusehen, wie andere uns töten. Sehr unfreundlich, diese blöde Blume. Und sehr, sehr böse. Also gut, raus aus den Ruinen. Oh, es wird hell. Undertale. Bei Toby Fox. Okay, wir haben die Ruinen verlassen. Die Tür ist blockiert jetzt. Und wir sind in einem komischen Wald herausgekommen. Mit einem sehr merkwürdig aussehenden Busch. There's a camera hidden in the bushes. Und ja, die Musik klingt sehr unentspannt. Also, hier scheinen auch Bäume zu sein, so wie hier oben. Also haben wir gar keine andere Wahl, als dem Weg zu folgen. Ja. Ein Ast. It's a tough-looking branch. It's too heavy to pick up. Na, dann müssen wir ihn halt liegen lassen, wenn er so schwer ist. It's been smashed like it was nothing. Okay, irgendwas verfolgt uns. Gruselig. Ist da jemand? Scheinbar doch nicht. Hallo? War da ein Schritt? Ein ziemlich schwerer Schritt. Dann gehen wir einfach mal weiter. Nein, da ist niemand. Da ist niemand. Oh Gott, da kommt jemand. Human. Don't you know how to greet a new pal? Turn around and shake my hand. Nein. Nein, tu's nicht.
Klingt wie ein Furzkissen. The old whoopee cushion in the hand trick. It's always funny. Anyways, you are human, right? That's hilarious. I'm Sans. Sans the Skeleton. Ist ja voll offensichtlich, dass du ein Skelett bist, oder? Auch wenn du komisch grinst. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. But you know, I don't really care about capturing anybody. Now my brother Papyrus, he's a human hunting fanatic. Hey, actually, I think that's him over there. I have an idea. Go through this gate thingy. Yeah, go right through my bro made the bars to right to stop anyone. Quick, behind that conveniently shaped lamp. Ja, die sieht zufällig genauso, hat zufällig genau die gleiche Form wie Hans, dass er sich super dahinter verstecken kann, sogar die Füße. Sup, Bro? You know what's up, brother? It's been 8 days and you still haven't recalibrated your puzzles. You just hang around outside your station. What are you even doing? Staring at this lamp. It's really cool. Do you wanna look? No, I don't have time for that. Ja, das ist Papyrus. What if a human comes through here? I want to be ready. I will be the one. I must be the one. I will capture a human. Then, I, the great Papyrus, will get all the things I utterly deserve. Respect, recognition, I will finally be able to join the Royal Guard. People will ask to be my friend, mit einem kleinen Fragezeichen. I will bath in shower of kisses every morning. Er hat ja sehr, sehr anspruchslose Träume und Wünsche und Ziele. Und sein Cape flattert cool, während er komisch grinst. Maybe this lamp will help you. Sans, you are not helping, you lazy bones. All you do is sit and boondoggle. You get lazier and lazier every day. Hey, take it easy. I've gotten a ton of work done today. A skeleton. Bading. Sans, come on, you are smiling. I am and I hate it. Ja, Papyrus ist nicht zu scherzen aufgelegt. Why does someone as great as me have to do so much to get some recognition? Wow, sounds like you're really working yourself down to the bone. Shazam. Yeah. I will attend to my puzzles. As for your work, put a little more backbone into it. Ja, Bone-Jokes. Soweit das Auge reicht. Und Papyrus hat eine komische Lache. Hä? Okay, you can come out now. You ought to get going, he might come back. And if he does, you'll have to sit through more of my hilarious jokes. Ja, Sans und seine Bone-Jokes. What's the hold up? Look, there's nothing to be afraid of. It's just a dark cavern filled with skeletons and horrible monsters. Das macht dir jetzt sehr viel Mut. Well, ja, ich gehe ja schon. Aber bevor ich gehe, will ich noch ein neues Easter Egg triggern. Dazu muss ich leider jetzt das Spiel nochmal kurz neu starten und vom letzten Ladebildschirm anfangen. Wir sehen uns dann wieder am Ruineneingang. Also ich zeige euch nicht nochmal alles, also Flowey und so weiter überspringe ich, dass wir uns dann am Ruineneingang wiedersehen. Also bis gleich. So, wie versprochen sind wir jetzt wieder am Ruinenausgang. Wir können wieder den Busch gucken. Ja, da ist eine Kamera hinter dem Busch. Gut. Gehen wir weiter. Da ist unser Ast immer noch, der zu schwer ist, dass wir ihn aufsammeln können. Und er wurde wieder zertreten. Jo.
Und ja, das habe ich jetzt extra mal absichtlich langsam gemacht, dass wir Suns Schatten besser sehen können, wie er da langlatscht und seine schweren Schritte. Ah, wieder gruselig. Human. Kurz. The old whoopee caution in the hand trick. Wait a sec, have you heard it before or something? It turned around before I say to. Weird. Whatever. You are a human, right? I'm Sans, Sans the Skeleton. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. Now my brother Papyrus, he's a human hunting fanatic. Hey, actually I think that's him over there. I have an idea, go through this gate, Tingy. Yeah, go right through. My bro made the bars too wide to stop anyone. Quick, behind that conveniently shaped lamp. Yo. Sup, bro? You know what's up, brother? It's been 8 days and you still haven't recalibrated your puzzles. You just hang around outside your station. What are you even doing? Staring at this lamp, it's really cool. Do you wanna look? No, I don't have time for that. What if a human comes through here? I want to be ready. I will be the one. I must be the one. I will capture a human. Then I, the great Papyrus, will get all the things I utterly deserve. Respect, recognition. I will finally be able to join the Royal Guard. People will ask to be my friend. I will bath in a shower of kisses every morning. Maybe this lamp will help you. Sans, you are not helping, you lazy bones. All you do is sit and boondoggle. You get lazy and lazy every day. Hey, take it easy. I've gotten a ton of work done today. A skeleton. Sans, come on, you're smiling. I am and I hate it. Why does someone as great as me have to do so much just to get some recognition? Wow, so it's like you're really working yourself down to the bone. I will attend to my puzzles. As for your work, put a little more backbone into it. Yeah. Und ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, was jetzt schon zu spät ist, weil Papyrus tolle Erkennungsmelodie schon vorbei ist, die klingt auch richtig geil. Auf jeden Fall lustig, passt zu Papyrus. Okay, you can come out now. So, you ought to get going, he might come back, and if he does, you'll have to sit through more of my hilarious jokes. What's the hold up? Look, there's nothing to be afraid of. It's just a dark cavern filled with skeletons and horrible monsters. Well? Gut, wie man gesehen hat, dadurch, dass wir Sans nochmal begegnet sind, jetzt nach dem Laden, haben wir einfach die Szene übersprungen, wo er gesagt hat, wir sollen uns umdrehen und seine Hand schütteln. Wir haben es einfach so gemacht. Und er hat vermutet, dass das schon mal jemand mit uns gemacht hat. Dabei war dieser jemand er. Das hat noch später Auswirkungen. Just a conveniently shaped lamp. Ja, mir gefällt sie. Beziehungsweise Hans gefällt sie. Diese Form jedenfalls. Jetzt ist es fast so, als ob man in einen Spiegel starrt, nicht wahr? It's some sort of checkpoint or sentry station. But there are bottles of ketchup, mustard and relish sitting inside. Ist das dann nicht eher eine Hotdog-Bude? Wo sind die Hotdogs? Ich hab Hunger. Und ja, für die, die es nicht wissen, Relish ist so ein Gemisch aus geschredderten Essiggurken. Das eigentlich super lecker ist, wenn man es oben auf einen Hotdog drauf macht. Also einfach Gurken nehmen und die mal kurz in den Essiggurken nehmen, klein schneiden, kurz in den Mixer geben und man hat sein eigenes Relish. Ja gut, gehen wir mal weiter, sonst hast du uns ja nichts zu sagen. Oder doch? Actually, hey. Hey to bother you, but can you do me a favor?
I was thinking, my brother's been kind of down lately. He's never seen a human before, and seeing you might just make his day. Don't worry, he's not dangerous, even if he tries to be. Thanks a million, I will be up ahead. Warum gehst du dann in die andere Richtung? Macht sehr viel Mut. Und ja, das Snowden-Team hat jetzt eingesetzt. Jetzt wirkt das alles schon mal viel entspannter hier. Gut, gehen wir weiter. The convenience of this lamp still fills you with determination. Ja, Hans mag die Lampe. So, was ist das für eine Box? This is a box. You can put an item inside or take an item out. The same box will appear later, so don't worry about coming back. Sincerely, a box lover. Gut, hier können wir mal was reinpacken, nämlich die Butterscotch Pie. Und die beiden Spider-Sachen, die brauchen wir nämlich alle für später mal. Und wir werden schon angegriffen von Snowdrake. Snowdrake flutters fort. Act, check. Snowdrake, attack 12, defense 7. Distinct Comedian fights to keep a captive audience. Also er ist ein Komödiant und er versucht seine Zuschauer zu begeistern. Chill out. Ja, wie soll ich out chillen, wenn du mich hier mit komischen Schneesachen bombardierst? Snowdrake realizes his own name is a pun and it's freaking out. Ja, Drake heißt ja Enterich oder Erpel, besser gesagt. Er ist also der Schneeerpel, die Schneeente. Act Snowdrake. Also, wir können ihn verspotten, wir können ihm einen Witz erzählen oder wir können über seinen Witz lachen. Checken wir ihn erst nochmal. Nice to meet you. Ja, Snowdrakes tolle Witze. Aber da wir ja nett sind, wollen wir mal lachen und so tun, als ob er lustig war. Love is Snowdrake's pun. See, loves, that was wrong. Wow, dem sollten wir ausweichen. Snowdrake is pleased with his cool joke. Ja, und dann sperren wir ihn mal. Hm, hier ist eine Angelroute. It's a fishing rod affixed to the ground. Reel it in? Yes. All that is attached to the end is a photo of a weird looking monster. Call me, here's my number. You decide not to call. You send the line back out. Ja gut, das soll jemand anderes sich angucken. Nebenbei call, wir können mal versuchen Toriel anzurufen. Dealing. Nobody picked up. Ja. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Oh, da sind Hans und Papyrus wieder. So, as I was saying about Undyne. Huh? Ja, jetzt gehen sie voll ab. Und das ist das Papyrus-Team, was gerade läuft, was ich meinte. Sans, oh mein Gott, ist das a human? Actually, I think that's a rock. Ja, es... Also der Felsen hinter mir ist definitiv ein Felsen. Oh. Hey, what's that in front of the rock? Oh my god, is that a human? Yes. Oh my god. Sans, I finally did it. Undyne will. I'm gonna. I'll be so. Hätte er ein Herz in der Brust, würde es jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Der Arme. Popular, popular, popular. Human, you shall not pass this area. Und jetzt macht er einen auf Gandalf. I, the great Papyrus, will stop you. I will then capture you. You will be delivered to the capital. Sehe ich aus wie eine Pizza. Then, I'm not sure what's next. Ja, Papyrus. In any case, continue only if you dare. Yeah. Well, that went well. Ja, da ist das Papyrus-Team wieder zu Ende. Don't sweat it, kid. I keep an eye socket out for you. Ja, ein Auge kann er nicht auf uns werfen. Da muss er halt die Augenhöhle auf uns werfen. Auf Deutsch klingt das so komisch. Und wir werden wieder angegriffen.
Ice Cap struts into view. Ice Cap, check. Ice Cap, attack 11, defense 4. This teen wonders why it is named Ice Head. Your head looks so naked. Wow. Ice Cap also wants a head for his nose. So, wir können ihm ein Kompliment machen, wir können ihn ignorieren oder wir können versuchen, seine Mütze zu stehlen. Machen wir mal ein Kompliment über seine Mütze. Wir informen Ice Cap, that it has a great head. My head is too loud for me to hear you. Wow. It's snowing dandruff. Okay. Er hört also mein Kompliment nicht, also klaue ich ihm einfach mal das Cap. You try to steal Ice Cap's head. But it's not weakened enough. I knew it, Thief. Okay, wir können ihm also auch den Hut nicht klauen. Also ignorieren wir ihn einfach. You managed to tear your eyes away from Ice Cap's head. It looks annoyed. Hello? My head's up there here. Wow, ist ja kein Grund, uns mit Eiszapfen zu beschießen. Ice Cap is secretly checking if you are looking at its head. Nein, machen wir nicht. You continue not looking at Ice Cap's head. It seems defeated. While I don't care. Ja. Ice Cap is desperate for attention. Versuchen wir jetzt nochmal das Cap zu klauen. You try to steal Ice Cap's head. And succeed. It melts in your hands. Oh, böse. Ice Cap is no more. Ja, jetzt ist er Eisblock. Und wir können ihm noch ein Kompliment machen. You inform Ice Cap that it still looks fine. Yeah, I like my hair too. Ice doesn't mind its identity. You inform Ice Cap that it still looks fine. Heads are for posers. Und Mercy. 35 Gold hier. Also was ich gerade sagen wollte, bevor der Fight eintraf. Hier steht ein Pappkarton mit einem Schild drauf. There's some narration on this cardboard box. You observe the well-crafted sentry station. Das ist ein Pappkarton, in den ein Loch geschnitten wurde. Would that have built this, you ponder? I bet it was this famous royal guardsman. Note, not yet a very famous royal guardsman. Ja, Papyrus. Sunside, the sentry station sieht besser aus als das hier, auf jeden Fall.